Ja. Die letzten vier vor dieser Aufnahmesession, da gab es ein kleines Problem. Ihr habt es gehört, beziehungsweise wahrscheinlich nicht gehört. Der Ingame-Soundtrack war eine ganz tolle Nummer. Ich weiß nicht, wieso mir das immer passiert. Es ist eine Katastrophe. Mittlerweile schweifen meine Blicke immer öfter zu der Aufnahmesoftware, ja, zu meinem Elgato Game Capture, was mich natürlich auch immer vom Spielen ein bisschen ablenkt. Ne? Auch nicht so schön. Aber ja, was will man machen? Es muss einfach sein, denn sonst passiert mir eigentlich genau das wieder, was in den letzten vier Aufnahmefolgen passiert ist. Und zwar, der Ton wird nicht aufgenommen. Ne? Ich starte die Aufnahme, sieht alles gut aus, bewege so ein bisschen die Maus im Kreis. Oh, zack, passt. Wie die Aufnahme passt, mein Kommentar, Spur läuft auch. Mein dummes Gelaber wahrscheinlich. So, ne, das hat alles gepasst. Denke ich, okay, nimm schon mal auf, weil es gerade so schön Spaß macht. Eine Stunde, anderthalb, ne, spiel ich einfach, zock voll drauf los. Kein Problem. Tja. Und dann später sehe ich, der ganze Ingame-Sound fällt. Und dieses blöde Soundcapture von Elgato hat mir irgendwas verstellt. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum, aber war einfach der Ton weg. Ganz toll. Ich bin, könnt ihr euch vorstellen, wie fröhlich gestimmt ich war. War kurz vorm Explodieren. Und dann die Frage, was machst du? Lösch es jetzt trotzdem hoch? Löschen wäre ja irgendwie schade, ne? Ich habe ja eh nicht so viel Zeit, wie ihr wisst. Ich betone es ja immer regelmäßig. Ich habe eh nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Und die zwei Stunden, wo ich habe und dann aufgenommen habe, kann ich dann einfach löschen und nicht hochladen? Das ist auch irgendwie, wie soll ich sagen, am Thema vorbei dann, ne? Bringt auch nichts. Ach ja, na, ich habe mich halt entschieden, es hochzuladen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass da nur mein Gelaber war und keine Soundschweißeffekte oder sonst was, sondern schon ein bisschen ruhig war. Und deswegen schaue ich jetzt viel öfter nur zu dieser Aufnahmesoftware, zu dieser tollen, damit sowas nicht mehr passiert. Beziehungsweise ich hoffe dadurch, es rechtzeitig erkennen zu können, dass ich nicht 20 Folgen aufnehme. Okay, so viel waren es jetzt nicht, aber 4 oder 5. Ja, ohne Ton dann. Und das mir dann auch später auffällt, ne? So, dass ich zumindest nach einer Folge sehen würde und sage, okay, gelaufen, wenn nichts wirklich Spannendes war, dann wird sie nicht hochgeladen, beziehungsweise sie wird hochgeladen und eine Folge kann man ja verschmerzen, wenn es da mal Tonprobleme gibt. Ja. So viel dazu. Das war, also ich sehr enttäuscht war von dieser tollen Software. Wirklich sehr enttäuscht, aber ja, das ist mal ein Wunder der Technik, das kommt immer mal wieder vor. Okay, so, die Triebwerke vorne, jetzt ein Auftrieb. Was? Was ist jetzt passiert? Ach nee, oder was ist denn jetzt passiert? Was war denn das jetzt? Warum? Das darf doch nicht wahr sein. Da werden wir schon beim nächsten Thema. Das Spiel kotzt mich langsam. Nein, es kotzt mich natürlich nicht an. Aber was ist denn jetzt hier passiert? Was soll denn die Scheiße? Ja, komm, leg das Material auf den Boden, leck mich da. Ja, stapel es übereinander, schmeiß weg. Schmeiß weg die Kacke. Könnt ihr mir erklären, wie das jetzt passieren konnte oder was da genau passiert ist? Ich blick's nicht. Ich blick's wirklich nicht. Ah. So viel zum Thema verbessern, ne? Schlimm bist. Na egal. Somit wären wir schon beim zweiten Thema.
Dieses tolle Spiel. Nein, ich muss aber wirklich sagen, ist ein tolles Spiel. Mir macht es auch wirklich Spaß. Auch wenn es gerade wieder nicht so anhört, es macht mir wirklich Spaß. Ich habe nur ein Problem. Das Hauptproblem heißt, ich bin selbst Softwareentwickler. Das heißt, ich kann programmieren. Ich habe auch schon das ein oder andere kleine Spiel programmiert, nichts Nennenswertes jetzt. Ich will mich auch gar nicht mit dem Programmieren hier messen, aber, jetzt kommt das große Aber. Ich weiß, was es heißt, aus eigener Erfahrung, Qualität abzuliefern. Ne? Unter Zeitdruck. Kenne ich selber. Da geht es zwar nicht um Grafik jetzt, da geht es um andere Themen bei mir, das, was ich arbeite, aber es ist auch unter Zeitdruck, es ist nicht einfach und trotzdem habe ich so das Gefühl, das funktioniert besser als diese Scheiße hier. Ja, aber ehrlich, da stimmt was nicht. Also das ist... Da müssen die sich wirklich noch ein bisschen mehr ins Zeug legen. Jetzt kann natürlich wieder der ein oder andere sagen, was immer du, das ist Beta, das ist Early Access, du weißt schon, was dich einlässt, bla 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 bla. Ist nur teilweise richtig. Early Access, muss ich sagen, wenn jetzt ein Spiel die ersten paar Monate auf Steam ist, wo dann steht hier Early Access, oder von mir ist es das erste Jahr, okay. Dann nimmt man Rücksicht drauf, ist ja klar, man weiß ja, es ist nicht fertig. Nun ist ja das Spiel nicht erst seit gestern auf dem Markt. Und ich rede auch nicht von den neuen Sachen, die erst seit gestern dazugekommen sind. Ich rede von den scheiß Sachen, die schon wirklich seit fast Anbeginn des Spiels mit dabei sind. Wo ich erwarte, dass die eigentlich funktionieren sollten. So. Wie zum Beispiel, warum ist jetzt hier alles explodiert? Wo ich nur an einem Kack Triebwerk sägen wollte. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt alles fällt, ehrlich gesagt. Naja, wir werden es rausfinden. Okay, so. Genug gejammert wieder. Punkt 2 auf meiner Jammerliste abgeschlossen. Oh Gott. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt wie wild um das Raumschiff geflogen und habe verzweifelt versucht herauszufinden, was jetzt eigentlich genau fällt. Ich will nicht Medium. Small. Small klingt gut. Das war noch die richtige Farbe. Das müsste diese hier sein. Interior Plate. Okay. Liegt das da nicht rum? Ne. Gehen wir abholen. Ah, das Spiel macht mich fertig. Ich wollte nur ein paar Triebwerke verbessern und dann explodiert auf einmal alles. So, das ist cool auf jeden Fall nicht. Das brauche ich auch nicht. Oh, muss ein bisschen Platz schaffen hier. Interior Blade, so, das ist ein Display. Also das macht mich schon fertig manchmal, das Spiel, wirklich. Das muss man wirklich sagen. Das ist... Wie gesagt, ich habe für alles Verständnis und Early Access und Beta und bla bla bla, alles toll, alles recht, aber irgendwann ist auch mal Schluss mit lustig. Ja. Ich erwarte, jetzt kommt meine Erwartungshaltung. Ich erwarte, dass alles makellos funktioniert. Nein, natürlich nicht. Aber ich verstehe es einfach nicht. Ich habe ja wirklich nur an dem Triebwerk gesägt, ne? Warum da jetzt auf einmal das ganze Schiff dann, oder fast das ganze Schiff explodiert, ein Rätsel. Ich habe ja wirklich keine Ahnung, was wir jetzt alles in die Luft gejagt haben, ne? Schon ein ziemlich großes Loch. Wellen der Batterien? Kann natürlich durchaus sein, denn Scrap Metal kommt, glaub ich, von den Batterien. Wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Batterien. Naja, okay. Bin ich jetzt nicht so toll, aber okay. Wie ihr sehen könnt,
Ich versuche damit umzugehen. So. Zum Glück habe ich keinen Schaden genommen. Ist ja auch mal nicht ganz so schlecht. Was das falsche Weiß? Ich weiß aber nie, welches Weiß ich gebaut habe. So. Ja, wahrscheinlich. Bin mir ziemlich sicher, da waren Batterien. Aber wir warten noch. Wir bauen sie noch nicht dran. Wir sind jetzt erst bei den Triebwerken. Die bringen wir jetzt an. Außenansicht weiß ich, ist generell schöner, aber ich glaube, hier an der Stelle macht das jetzt nicht ganz so viel Sinn. Schon ein Riesenloch, was es hier jetzt reingeschlagen hat, ne? Verdammte Kacke. Wahnsinn, ey. Muss tatsächlich ein bisschen besser aufpassen. Ich traue mich gar nicht. Ja gut, wir müssen, ne? Aber ich speichere mal, weil wenn es das ganze Schiff verreist, das akzeptiere ich nicht. So, wir speichern mal. Okay, haben wir nochmal Glück gehabt. Prima. Nichts beschädigt. Sehr schön. Und jetzt die neue Triebwerksgeneration. Schon cool gemacht, dass wir jetzt durch dank unseres Mondaufenthalts unseres kurzen ja die Möglichkeit haben, jetzt die Triebwerke hier anzubringen. So, nichts beschädigt. Dann wieder zwei neue Triebwerke. So rüschen wir jetzt nach und nach alles auf. Die nehmen auch weniger Platz ein, das finde ich sehr gut. Sehr sympathisch, diese Triebwerke. Na, 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 na. Das fällt das Schiff mehr und mehr auseinander. Ich glaube, wir bauen besser ein neues. Das wäre wahrscheinlich besser. Das ist ja wirklich anfällig. Ja, das ist unglaublich. So. Ein reicht, wir wollen nicht übertreiben. Wenn später noch mehr anbringen, sofern nötig. Wir fangen jetzt mal schrittweise an. Nein. So. Inventory. Aha. Vielleicht ist es deswegen explodiert. Geh mal beiseite jetzt. Verdammt. Wieso ist mein Inventar voll? Krieg viele Motoren zurück, vielleicht deswegen, ne? Okay, gehen wir nochmal kurz ausladen. Ich brauch gar nicht so viel.
Scrap Metal brauche ich auch nicht. Das können wir mal so lassen. Und es wird schon wieder Nacht. Da muss ich auch noch irgendwie was machen. Klar, jetzt sieht man es durch meine Scheinwerfer, wie wir hier arbeiten, aber... Da muss ich irgendwie nur an der Beleuchtung arbeiten. Das hat sonst keinen Wert, dass ich immer nur im Dunkeln mir zuschauen müsst hier. Wieso geht das jetzt nicht? Was fällt jetzt? Ne, seht ihr, das wird nichts sehen. Ach, deswegen. Unglaublich. Unglaublich. Sehr schön. Haben wir jetzt die Seite eigentlich beinahe komplett, würde ich sagen. Dann gehen wir auf die andere. Da dürfte jetzt gleich der eine Block wieder runterfallen dann. Symmetrisch perfekt konstruiert. Aber nicht so perfekt vom Design. Oh Mann, so. Okay. Wie gesagt, wir müssen natürlich testen, wie es mit der Power ist. Ich habe keine Ahnung, ob die Power jetzt ausreicht oder ob die Power dann zu wenig ist. Die Atmosphäre und die Triebwerke stärker waren. Ich habe wirklich null Ahnung. Aber da die ja nicht viel Platz in Anspruch nehmen, unsere Ionenantriebe, können wir da unser Schiff noch ein bisschen verstärken. So, es geht langsam wieder der Platz aus. Vielleicht kann ich ja... wenn ich schon hier dran komme, ne? Kann ich ja hier ein bisschen was einladen. Warum denn nicht? Genau. Dann machen wir auch mal 10 davon. So. Darf ich nur nicht vergessen, nachher wieder auszuladen. Sonst wundere ich mich, warum wir keine Antriebskraft haben. Jetzt muss ich gerade mal schauen, da ist aber doch auf gleicher Höhe, ja. So, das heißt, hier brauchen wir noch einen Block. Es wird langsam. Ich bin schon so gespannt, wie es auf dem Mond aussieht, ob unsere Basis noch da ist, aber ich glaube schon. Ich glaube, der Pirat, der hat sie in Ruhe gelassen. Aber wir werden natürlich uns bewaffnen. Ohne Waffen fliegen wir nicht mehr danach zum Mond. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Passt soweit. Hier unten. Naja, alles gut. So. Jetzt kommt der spannende Teil. Hier können wir eigentlich große anbringen, würde ich jetzt mal sagen. Na, ich flex die jetzt mal weg. Die drei Stück. Damit wir genügend Power haben. Wir sagen, hier kommt mal ein großer hin. Passt der rein? Yeah! Oh, da kann man zwei große. Oh, das wird geil aussehen. So. Nein, passt nur einer. Aber okay.
Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Genial, so muss es sein. Ich würde sagen, da reicht ihr einer. Ne? Der eine reicht vollkommen aus. Der wird genug Power liefern. Also, auf beiden Seiten jeweils einer, meine ich, wird genug Power sein. Und wir kriegen wirklich jede Menge Motoren, stelle ich so fest. So, ich sehe gar nicht die Meldung, ob gespeichert oder noch, deswegen speichere ich jetzt mal von Hand kurz. Eigentlich müsste Autosave drin sein, aber du bist jetzt noch nicht über den Weg gelaufen, deswegen zur Sicherheit. Na, was fährt? Thruster Components! Und die gehen wir mal schnell abholen. Drück immer die falschen Taschen heute, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. So, wo sind meine Thruster Components? Hier wollen wir mal die Motoren wieder stapeln. Dann können wir schon ein bisschen. Der Hydrogen geht irgendwie so schnell aus.